Wie Sie sehen, den ersten großen Schritt habe ich bereits geschafft. Der zweite Schritt kommt dann gleich im Anschluss, der nämlich für uns ja auch wirklich ein erster Schritt ist, denn dieses Format, wie wir es heute Abend versuchen und wie vom Dezernat 5 ausgearbeitet, ist schon was Neues. Das ist nicht nur in einer völlig ungewohnten Umgebung, nicht im Rahmen eines Symposiums oder ähnlicher Veranstaltungen in der alten Mensa oder im Hörsaal, sondern wir stehen hier ja mitten in der Technik. Und so soll es auch sein. Wir haben heute Abend vor, die erste Science Sessions abzuhalten. Science Sessions, ja, ich weiß gar nicht, wie man das Deutsch übersetzen könnte, hat jedenfalls was damit zu tun, dass wir zeigen wollen, was wird eigentlich an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg alles gemacht. Wir wollen sehr gerne, dass dies auch nach außen dringt. Deswegen wird alles, was wir heute Abend hier machen, aufgenommen und dann in kleinen Filmen sicherlich auch in den Social Media zur Verfügung gestellt. Ja, womit beschäftigen wir uns? Natürlich können wir an einem solchen Abend, der ja auch unterhaltsam sein soll, nicht langweilig werden soll, bei dem Sie sich unterhalten sollen und nicht nur zuhören, nicht die gesamte Bandbreite dessen darstellen, was wir bei uns an der Universität machen, sondern man musste ein bisschen auswählen und auswählen nach dem Motto, es soll sich aber doch jeder so ein bisschen wiederfinden. Also es sollen sich die Geisteswissenschaften ein bisschen wiederfinden, die Ingenieurwissenschaften, die Grundlagen, alle sollen sich so ein bisschen zeigen können und in der Hoffnung, dass wir dieses Format eben nicht nur einmal machen und Sie sind das beste Versprechen dafür, dass wir es wiederholen werden, denn wir sehen volle Reihen und das ist das beste Argument, um zu sagen, wir machen das demnächst wieder. Heißt natürlich auch, dass wir neue Themen dann aufnehmen und nicht bei diesen Themen bleiben, die wir heute haben. Ja, was machen wir heute? Wir werden etwas darüber hören, wie man mit ja, fast schon Kontinenten umgeht. Wenn ich sage Kontinenten, dann spiele ich darauf an, dass wir so viel Müll mittlerweile in den Weltmeeren haben, dass wenn man das alles zusammenrechnet, was da rumschwimmt, man auf kontinentale Größen kommt. Plastikmüll insbesondere, aber Plastikmüll ist eben nicht nur Müll, sondern kann auch wieder zu einem Rohstoff werden. Und hier werden wir hören, was machen wir aus Plastikmüll, wenn wir daraus wieder Kohlenstoff machen wollen. Also einen Rohstoff, der uns sehr stark interessiert. Damit sind wir eigentlich in einem der Spitzenthemen unserer Zeit drin, Recycling, aber das alleine nutzt natürlich gar nichts. Wir unterhalten uns auch ständig darüber, was passiert eigentlich mit Industrie 4.0, was brauchen wir dafür, was müssen wir eigentlich für die Elektronik tun und auch für die Energieversorgung. Und sicherlich kann man sich dann jetzt über seltene Erden unterhalten und sagen, das ist ein Grundbestandteil, den wir auch erstmal haben müssen und das wäre auch wieder Recycling und Bergbau und so weiter. Aber die Frage ist, Halbleitermaterialien, was sind das eigentlich? Sind das Wunderdinge, die uns hier präsentiert werden können? Oder ist das was, womit wir eigentlich alle jeden Tag umgehen und sich das nur hinter Fassaden versteckt? Professor Heidmann wird dazu erzählen, wie das geht. Und dann sind wir schon dabei zu gucken, was passiert sonst noch. Halbleitermaterialien, habe ich gesagt, Ozeanmüll als Rohstoff, ist auch klar. Aber wie können wir eigentlich aus der Geschichte lernen für die Zukunft? Und hierzu werden wir auch einen Beitrag hören, nämlich wie können wir aus der Industriegeschichte für das lernen, was wir heute haben und auch zukünftig haben werden. Und insofern bin ich gespannt, was wir da hören können. Die Themen, die wir heute und in Zukunft bearbeiten wollen, sind natürlich im Rahmen unserer Grundsäulen. Und jetzt könnte man sagen, ja, das ist das alte Geomathenum. Man könnte aber auch hingehen und sagen, Grundsäulen sind für uns die Nachhaltigkeit in der Moderne. Das heißt also, modernste Stoffe in den nachhaltigen Gedanken einzubauen und zu sagen, also was machen wir hier eigentlich? Und ich muss jetzt gestehen, ich habe das vierte Thema nicht mehr gesehen auf meinen Karten, aber das werden Sie auch gleich bekommen. Dann machen wir ein bisschen Spannungsbogen und tun so, als wäre das beabsichtigt. Das kommt dann also gleich von Frau Dr. Schellbach. Frau Dr. Schellbach wird uns gemeinsam mit ihren Co-Moderatorinnen
durch den Abend führen. Und bevor wir jetzt hier uns langweilen mit meiner Vorrede, sage ich Ihnen ein ganz herzliches Glück auf. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich glaube, wir können Ihnen einen sehr spannenden, interessanten Abend versprechen. Und in dem Sinne, gutes Gelingen. Und Frau Dr. Schellbach, bitte schön, Sie zunächst und dann kommen die Redner. Ich übernehme schon mal. Ja, auch von uns beiden ein herzliches Glück auf und einen guten Abend. Schön, dass Sie heute hierher gekommen sind zu diesem neuen Format, was wir heute starten wollen. Wir, das ist unser Team der Universitätskommunikation, also meine Kollegin Lisa Schmidt mit dabei und ringsrum sehen Sie gut erkennbar in den College-Jacken das Team der Universitätskommunikation. Und es wurde schon gesagt, wir starten heute die Science Sessions als ein neues Format an unserer Universität. Und warum machen wir das heute? Wir haben in dieser Woche noch etwas Großes vor. Wir werden unsere neue Image- und Kommunikationskampagne der Universität starten. Und Image- und Kommunikationskampagne, das heißt eine Kampagne, die darauf setzt, auf die Themen, die wir als Universität vertreten. Das heißt, wir wollen ansprechen, wie es der Rektor ja eben auch schon gerade sagte, Fragen des Recyclings, der Verschmutzung der Gewässer, der Sicherstellung mit natürlichen Ressourcen für die Zukunft. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Zukunftsthemen und das wollen wir mit unserer neuen Kampagne zeigen. Wir werden Problemlagen aufzeigen und deswegen heißt unsere Kampagne auch, wir forschen dagegen. Und wir zeigen aber auch, was man tun kann. Und wir erleben dieser Tage ja so die ein oder andere Demonstration und es wird gefordert. Und wir wollen aber an dem Punkt ansetzen und sagen, was tun wir dagegen einerseits? Und die andere Geschichte ist, dass wir eben auch sagen, wenn wir uns in Freiberg mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen, dann werden wir auch die Verbindung herstellen zwischen diesen Themen und unseren Studiengängen. Und das werden Sie sehen noch in dieser Woche. Wir werden das auch kommunizieren, dann mit dem Start unserer neuen Kommunikationskampagne. Und wir werden damit alle Fächer unserer Universität bewerben, die MINT-Fächer genauso auch wie die Wirtschaftswissenschaften. Also was ist zu tun? Wo sind die Zukunftsthemen und wie kann man sie studieren? Und um diese Themen zu kommunizieren, wir in der Kommunikation wissen, es gibt die klassischen Methoden, also wir fahren an die Schulen und wir machen unheimlich viel an Veranstaltungen. Wir wissen aber auch, wie unsere Zielgruppe tickt. Und wir haben jetzt gesagt, okay, jetzt müssen wir mit anderen Formaten und vor allen Dingen mit Inhalten, mit verlässlichen, glaubwürdigen Inhalten an unsere Zielgruppe, wie man immer so schön sagt, es sind die Schüler, vor allen Dingen der Gymnasien herantreten. Und das wollen wir unter anderem mit den Science Sessions machen und auch von mir erstmal schon ein Dankeschön, dass Sie also heute Abend zu dieser Auftaktveranstaltung gekommen sind. Also wir freuen uns wirklich sehr, heute hier in diesem tollen Ambiente die Science Sessions erstmalig umsetzen zu können. Die Idee der Science Sessions ist, Wissenschaft transparent zu machen, aber auch die Faszination für Wissenschaft eben für Studieninteressenten herzustellen und nach außen zu tragen. Das heißt, wir sind heute einerseits hier, um innerhalb der Universität auch voneinander besser zu wissen, um uns auszutauschen, ins Gespräch zu kommen und natürlich auch, um diese Themen nach außen zu tragen und zwar in einem neuen, knackigen Format dieser kurzen 10-minütigen Sessions. Die Sessions werden aufgezeichnet und werden auf unserem YouTube-Kanal im Anschluss zu sehen sein. Wir wollen damit Einblicke geben an die Arbeit hier an der Universität, wollen auch zeigen, wie Studierende schon in diese Projekte einbezogen werden und so natürlich auch unsere wissenschaftlichen Themen zeigen und unser besonderes Profil herausstellen. Dafür freuen wir uns sehr, dass wir heute vier sehr, sehr spannende Themen hören bzw. auch sehen werden und dafür vier Referenten aus verschiedenen Fachbereichen auch heute hier auf der Bühne stehen werden. Und natürlich freuen wir uns, dass unsere Moderatorin, die Janine Mehner, uns heute durch den Abend führen wird. In diesem Sinne möchte ich gerne an unsere Moderatorin übergeben. Ich wünsche einen wunderschönen Abend und bin ganz gespannt auf das Programm. Glück auf, soweit. Danke.
Dankeschön, Professor Dr. Klaus Babknecht. Lieben Dank auch an Dr. Schebach und natürlich an Lisa Schmidt. Meinen Namen haben Sie eben schon erfahren. Ich bin Janine Mehner. Ich bin Moderatorin und Journalistin, geboren in Freiberg, wohne mittlerweile seit 10 Jahren in Hamburg und freue mich natürlich immer sehr, wenn ich hierher kommen darf, nicht nur um meine Familie zu besuchen, sondern auch hier in der Region zu arbeiten. Der ein oder andere hat mich vielleicht auch schon bei Kanal 9 Erzgebirge gesehen. Ich arbeite aber unter anderem auch beim NDR und mir persönlich ist das Thema Nachhaltigkeit einfach sehr wichtig. Sie haben gerade erzählt, Frau Dr. Schebach, dass es eine neue Kampagne geben wird. Im Zuge dieser Kampagne haben wir auch 4 Podcasts aufgenommen, also von daher sehr gespannt sein, was in den nächsten Tagen passiert und haben da schon ganz tolle Interviews geführt. Ich habe festgestellt, ich habe das meiner Familie erzählt, ich habe das meinen Freunden erzählt, die ja auch alle hier wohnen und die haben alle gesagt, ich wusste gar nicht, dass die TU Freiberg sowas macht. Und es geht ja noch weiter, es ist ja nicht nur so, dass es externen Menschen so geht, sondern es ist ja mitunter so, dass es einzelne Ressorts, also einzelne Fachbereiche gibt, die gar nicht wissen, was die anderen machen. Und genau dafür sind diese Science Sessions heute da, dass einfach ein Austausch stattfindet, im besten Fall natürlich auch Synergien. Das heißt, das ist heute zum einen auch intern für die TU Freiberg, das ist aber zum anderen auch für Externe, also zum Beispiel für Studieninteressenten, sehr interessant. Wir haben jetzt einfach mal vorbereitet, was es mit diesen Science Sessions auf sich hat. Das heißt, wir haben hier einfach mal so ein paar Schlagworte auf diese PowerPoint gebracht. Das heißt, das Ganze soll natürlich relevant sein. Das heißt, vom Problem hin zur Lösung. Das ist innovativ, also zum einen diese Veranstaltung, als natürlich auch die Projektideen, die heute vorgestellt werden. On point, das heißt also ein kurzer Impulsvortrag, allgemeinverständlich mit einem Spannungsbogen. Ich glaube, das Thema allgemeinverständlich ist hier nochmal ganz wichtig. Die Jüngsten heute im Publikum sind 8 Jahre alt. Also von daher jemandem das so zu erklären, das ist, glaube ich, auch die Herausforderung. On time, das bedeutet, die Redner haben ein begrenztes Zeitlimit von 10 Minuten, haben für ihre Vorträge auch nur 10 Vorträge, also 10 Folien mit dabei. Clear, also das Ganze verständlich und im Endeffekt natürlich auch dieser Entertaining-Charakter, also dass das Ganze natürlich auch unterhaltsam ist. Ich sage nur das Stichwort Infotainment. Also zusammengefasst, 10 Minuten, 10 Folien für jede Session. Insgesamt haben wir 4 Sessions, die Themen haben wir schon gehört und die Redner, die holen wir jetzt nochmal auf die Bühne. Das bedeutet, ich bitte auf die Bühne mit einem großen Applaus Professor Dr. Heidmann aus der angewandten Physik, Tu Chong Pho von Verfahrenstechnik, Florian Fichtner von der industriellen Archäologie und Dr. Andreas Richter für Energieverfahrenstechnik und Chemieingenieurswesen.